Ja, es ist soweit. Der letzte Feuerstahl deines Lebens ist wieder da. Und zwar mit einer eigenen Halterung und mit Neuerungen und sowieso und überhaupt. Und wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Der letzte Feuerstahl deines Lebens ist wieder verfügbar. Made in Austria aus der Reini Rossmann Werkstatt mit einigen kleinen neuen Funktionalitäten. Es ist mir eine Freude, dass ich dir wieder ein neues Produkt vorstellen darf. Es gibt es in zwei Ausführungen. Einmal so und einmal so. Was das bedeutet, schauen wir es uns an. XL Feuerstahl. Warum XL Feuerstahl? Erstens, du hast damit die Möglichkeit, auch Anfängern Feuer machen zu lassen. Kindern. Spaß. Yeah. Du sagst, ich bin kein Anfänger. Gut. Feuer machen bei extremen Situationen, wenn es kalt ist, wenn es windig ist, wenn alles nass ist. Großer Feuerstahl, mehr Material, mehr Funken, mehr Chancen. Glaub's mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wirklich. Und es gibt hier hinten ein kleines Fach, ein Geheimfach, das wir eingebaut haben. Und zwar, da passt der Tampon rein oder irgendeine andere Art von Zunder. Das bedeutet, du kannst hier, wir haben da einen kleinen O-Ring mit eingebaut, du hast hier einen Feuerstahl, den du entweder einstecken hast oder im Rucksack hast oder in ein Mollesystem reinklagst oder du checkst ja auch unseren Gürtelhalter, aber dazu komme ich dann gleich, ja? Und hast alles, was du brauchst, in einem Pack. Du könntest auch hergehen, hier Watte und Vaseline mit reingeben. Das heißt, dass du das auch gleich mit hast und nicht Harz sammeln musst oder einen anderen Brandverstärker. Also das ist eine Lösung, die dir helfen soll, Feuer immer anzukriegen. Gemacht bei uns. Das heißt, wir machen diese Struktur hier. Das ist Kunststoff. Da bricht nichts aus. Den stellen wir bei uns her. Dann die Feuerstelle, die kaufen wir natürlich extern ein, das ist ganz klar. Die kommen aus Asien, das ist so. Und wir kleben die dann auch selbst hier ein. Die werden dann von uns kontrolliert, kommen in die Qualitätskontrolle, ja, und sollen dann einfach dir Spaß machen. Ich finde das einfach großartig. Mit dem Reini Rossmann Logo hier hinten mit drauf. Super. Ich habe gesagt, dass es den in zwei Ausführungen gibt. Es gibt auch diese Ausführung hier. Die hat nicht dieses Schraubteil, sondern so ein Klickteil. Auch da passt natürlich ein Tampon rein. Diese Version haben wir gemacht für die Steamboost-Dinger. Da gibt es ein eigenes Video, gebe ich da unten den Link und oben beim i oder auch bei mir auf der Webseite, damit das hier hinten bei einer Stinger reinpasst. Das bedeutet, du hast dieselbe Funktionalität, gibst das hier hinten in den Schaft rein und schraubst den dann auf und hast das dann in einer Stinger mit dabei. Wenn dir das interessiert, wie gesagt, schau dir das eigene Produkt an. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zur Standardversion. Es gibt optionales Zubehör, beziehungsweise es gibt auch ein eigenes Package und Bundle, da komme ich aber gleich dazu. Und zwar, das ist das hier. Das ist hier ein Gürtel, eine Gürtelschlaufe. Ja, Gürtelhalter, passt in einen Gürtel rein. Technische Daten gebe ich da auch unten. Auch das haben wir bei uns hergestellt. Also kommt alles aus Made in Austria aus der Reini Rossmann Werkstatt. Packst hier jetzt den Feuerstahl mit rein. Über das Flexicord ziehst du das Ganze hier nach unten und dann kannst du dir auch sicher sein, dass das Ding nicht rausfällt. Ich meine, es wird auch so nicht einfach rausfallen. Ja? Aber wenn man das jetzt am Gürtel trägt, wir haben das ausprobiert und du setzt dich dann hin und es schlägt irgendwo an oder im Auto zum Beispiel, ne, dann könnte das jetzt, auch wenn du den ganz reingeben hast, mit der Zeit raushüpfen. Und um das zu verhindern, gibt es ein Flexicord und dann hüpft da gar nichts mehr. Ja? Da bewegt sich überhaupt nichts mehr. Und dann kannst du natürlich auch entweder deinen eigenen Striker mit reinbauen, also Schaber mit reinbauen, das ist ganz klar, aber wir haben auch hier einen eigenen Schaber mit einem Grip-Verhütterli. Nein, damit man einfach deutlich mehr Grip hat und den kannst du auch hier seitlich reingeben in diese Hülle, auch das passt. Du könntest auch den mit Flexicord anmachen, wenn du das unbedingt magst. Setzt das Ganze dann hier auf und hast eine Lösung am Gürtel mit dabei. Muss natürlich nicht am Gürtel gehen, wenn du sagst, du möchtest das einfach so als Paket im Rucksack mittragen, dann ist das natürlich auch alles machbar. Und das, ja, das sind dann die Zubehörteile. Wir haben das in einer kleinen Premium-Ausführung, sozusagen in einem Lederdarstell mit einem Reini Rossmann Badge. Es gibt dann auch noch ein Autogramm mit dazu, eine Autogrammkarte, gebe ich da noch mit dazu. Dann ein Ersatz-Flexicord und das ganze System hier jetzt als Bundle sozusagen für dich zum Kaufen, wenn du das magst. Ist vielleicht auch als Geschenk recht optisch schön. Ja, man muss du natürlich für dich selbst entscheiden. Du kannst die Dinge auch einzeln kaufen und sagen, okay, ich finde das mit dem Feuerstahl super. Das andere Ding, das brauche ich jetzt mal nicht. Schauen wir uns einfach einmal an. Oder sowieso und überhaupt. Also schaust du ganz einfach an, wie es für dich
am besten passt. Ich gebe da unten den Link. Du unterstützt dabei mich und meine Arbeit. Und das finde ich einfach großartig. Da sage ich danke jetzt schon für alle, die sich so ein Teil holen. Ich fasse zusammen. Hier hinten ein Hohlraum, der dazu da ist, um den Zunder mitzuhaben. Ich würde jetzt nicht tauchen gehen damit, aber so ein bisschen Wasser oder was spielt auch da keine Rolle durch diesen O-Ring. Wie gesagt, tauchen ist es nicht. Es ist nicht IPX68 zertifiziert. Aber es reicht, dass wenn es regnet, das Wasser nicht reinkriegt. Ne? Ja, Feuerstahl. Aber ich würde noch eines sagen, bevor man jetzt wirklich, ich mich so freue und du auf meine Webseite gehst und dir das anschaust, das bin ich kein Werbung wie immer, möchte ich einfach mit dir ein kleines Feuerchen machen. Mir ist natürlich klar, dass der eine oder andere sagt, Reini, das ist alles recht gut und schön, was du mir hier zeigst und das ist auch super, aber ein kleiner Feuerstahl, der würde es auch tun. Ich brauche gar nicht so was Großes, so wie du das da jetzt herzeigst und machst und tust. Mir ist das natürlich klar, dass ein kleiner Feuerstahl genauso funktioniert. Der große Vorteil beim Großen ist, dass du wirklich schöne große Funken machen kannst und das genau dann, wenn du das Feuer brauchst, nämlich es ist draußen kalt und grausig, alles ist nass. Ja, es will nichts vernünftig angehen, du hier einfach abschaben kannst und so kleine, feine, ja, ich sag jetzt mal Magnesiumspäne in den Zunder mit reinbringen kannst. Ja. Und das schabst du dir ab. Ich verwende jetzt hier einen Survival Beaver, aber du könntest jetzt auch sagen, okay, nein, ich möchte das mit, ich habe ein Victorinox mit dabei, das hier zum Beispiel, das ist jetzt das Fisherman, okay, das ist jetzt blöd, das hat jetzt keine Säge, aber du könntest das Säge von einem Arzt oder einem anderen Messer benutzen, es muss ja nicht ein Messer von mir sein, also da geht ein ganz normales Taschenmesser und machst dir ganz feine, kleine Krümel, ne? Und die arbeitest du ab. Wenn es jetzt extrem stürmisch ist, ist das natürlich ein Problem, das gebe ich zu. Da müsstest du dir auch etwas bauen. Ich habe auch einen eigenen kleinen Kurs, Feuer machen bei Regen und Schnee. Da bauen wir uns eine kleine Unterkunft, also eine kleine Höhle, in der man arbeiten kann, eben um das Feuer zu machen bei Regen. Und dann fahre ich da rauf und diese kleinen Teile glühen dann noch mit nach. Und das kann ich mit einem großen leichter machen. Wenn es nass ist, wenn es kalt ist, wenn du sagst, ich muss das jetzt haben, dann sind diese kleinen Feuerstelle einfach, ach Scheiß, mit was kommen, hunderte Teilnehmer. Ja. Früher sind bei mir 1000 Leute pro Jahr in meine Kurse gegangen. Das ist jetzt vorbei, weil ich einfach viel, viel weniger mache in dem Bereich. Aber ich habe gesehen, was geht und was nicht geht. Und diese kleinen Feuerstelle hier, die sind auch gut. Die sind auch gut, also die reichen absolut. Also wenn du sagst, nein, das ist ja sowas Großes, will ich gar nicht, dann ist das auch alles okay für mich. Ja. Aber noch, das ist die Größe, die okay ist, aber alles, was kleiner ist, ich würde das ganz einfach als Survival-Teil nicht benutzen. So, also das jetzt zu dem. Und außerdem, wir haben ja hier eine komplett andere Strategie auch noch, denn du kannst ja deinen Zunder mitnehmen. Das kann entweder jetzt wirklich ein Tampon sein, der schon ein in wasserdichter Polymer verpackter, komprimierter Survival-Zunder, ne, also ein Tampon, oder du gehst her und machst diesen Tampon schon auf und gibst Vaseline mit rein. Ne. Dadurch hast du automatisch gleich einen Brandverstärker, dann brauchst du nicht extra zum Beispiel Harz, Baumharz sammeln. Ja, und nimmst einen Tampon. Und den nimmst du raus und wenn du jetzt sagst, okay, nein, du willst kein Harz reingeben, ja, finde ich total okay, zerflauschst du den hier, machst den richtig schön groß, gehst dann zu einem Nadelbaum hin und bei den Nadelbäumen ist es halt so, die haben Harz, besonders wenn sie verletzt worden sind, und schmierst da ein bisschen Harz mit rein, legst das dann her, dann hast du schon deine Locken und alles fix fertig. Das Holz musst du vorher schon vorbereitet haben. Also die Feuerstelle muss vorbereitet sein. Wenn du das nicht hast, wenn du sagst, okay, nur brauche ich nicht, ich werde das dann ganz einfach so nebenbei holen, das ist natürlich nichts. Muss alles schon da sein und dann zündest du das an. Ich habe jetzt hier unseren Striker mitgenommen und dann brennt das ganze Teil, dann legst du dir die feinen Hölzer noch alle mit dazu, die du dir mit irgendeinem Messer gemacht hast, machst das immer größer und hast dann irgendwann richtiges, richtig, 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 richtig schönes Feuer. Mir ist natürlich klar, dass diese Ausrüstung wieder etwas für Freaks ist, ja. Aber der letzte Feuerstahl deines Lebens war ein absoluter Verkaufsschlager, ein Verkaufsrenner, hat anscheinend die Leute dort abgeholt, wo sie es einfach gebraucht haben. Wir haben den in großen Mengen im Markt draußen. Das war aus Messing am Anfang, gemeinsam mit dem Jürgen Kiss. Das ist aber dann zu groß geworden. Wir sind dann zur geschützten Werkstätte, also zur geschützten Werkstätte in St. Pölten gegangen. Und auch das war uns dann zu groß und es war einfach schwierig, das alles hinzukriegen. Und daher gehen wir ja genau in die Richtung, dass wir uns die Produkte jetzt selbst herstellen, bei uns in der Reini-Rossmann-Werkstatt. Und auch die wird in der
auf lange Frist eine geschützte Werkstätte werden, aber das an einer anderen Stelle, ja, da, so weit sind wir noch nicht, aber auch da werden wir es. Ich möchte alles immer gleich in 3 Tagen fertig haben und dann komme ich drauf, dass 3 Jahre dauert, aber so ist die Welt. Wenn du dieses Teil dir besorgen willst, entweder einzeln, ja, oder gleich im gesamten Set mit der coolen Ledertasche, mit einem Autogramm, mit einem Badge und mit dem ganzen Zeug, dann sage ich danke, oder einzeln, oder wenn du dir ein Teil für deine Steambox-Dinger besorgen willst, schau dir das an, das gibt es dann für andere Teile auch noch, sage ich danke, wenn du dir ein Messer von uns checken willst oder die dazugehörige Ausrüstung, die wir da kreieren, sage ich auch danke. Wieder alle, die da mitgearbeitet haben, das ist ja ein Projekt, was schon viele, viele Zeit läuft, danke an euch alle. Ja. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, geh wieder unten den Link. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.